Hey you guys, willkommen zurück zu Let's Play Hitman. Ich bin Saul. Ich bin Rockstar. Und wir sind hier noch im Büro, sind sehr unauffällig als Sheriff hier rumgelaufen und so und haben uns mal eben ein bisschen Stuff wiedergeholt. Hey, was ist da los? Nichts. Du bist sicher? Ich glaube, der ist aber noch im selben Raum. Guck mal, siehst du auf dem Radar? Da, wo ich gerade bin, der ist der gerade in der Ecke. Okay. Was ist das? Dann mach ich das. Ich kann ihn nirgends. Okay, war doch nicht mehr. Intuition. Nicht dadurch, sondern jetzt durch diese Tür. Okay. Und jetzt Instinct direkt. Und jetzt daran vorbei. Dass er auch so langsam geht bei Instinct. Mhm. Das geht mir mal voll auf die Nüsse. Beste Übergang ever. Ich sag dazu jetzt einfach nichts. Fuck! Wir nehmen ihre Stadt ein! Sagen Sie, wer sind Sie? Das ist meine Scheißstadt! Zeigt ihnen, was wir meinen. Oh, nicht schießen! Ich bin der Schatten! Wie ist das denn jetzt aus dem Ruder gelaufen? Something, somewhere went terrible wrong. Ich glaube, Michael Bay hat das Drehbuch hier, also das Buch. All this Michael Bay. Wobei der Hubschrauber hat nicht Slow Motion. Ja, doch, schon ein bisschen. Hat etwas von Slow Motion. Ein bisschen. Instinkt. Okay, die sehen dich so auch als Feind an. Fick dich. Nein, will ich nicht. Tötet ihn! Er nutzt dir nichts. Verstecken. Deckung. Und dann wie bei Max Payne. Schießen, ducken. Lass die Zeitbahn zu Ende. Jetzt. Ficker. Dieser Pisser! Nicht mal so wild umher. Du hast auch eine dicke Knarre übrigens, ne? Ich will nur gucken, ob es funktioniert. Funktionieren tut's, weil die dich jetzt nicht da drin gesehen haben. Siehst du. Ich sehe ihn auch nicht mehr. Auf der Jagd. Wenn die dich suchen, kannst du langsam los. Mhm. Ich werde auch direkt vor Ort, hier liegt ja jetzt auch in der Nähe ein Leiche rum. Da werde ich direkt Klamotten wechseln. Mhm. Hier so als Agent. Ja, hier liegen ja genug rum. Von daher ist das kein Problem. Ja, am besten von denen ein. Ja. Ich glaube, es liegt sogar einer noch näher, aber wenn der das ist, dann werde ich wahrscheinlich den nehmen. Ist ja auch wurscht. Da muss man fest gucken. Fest steht nur, ich ziehe mich um. Warte noch. Ich warte noch. Was machst du? Ich will was gucken. Das Mikrofon ist an. Keine Sorge. Nein, ich will was gucken. Ja, dann guck. Hallo. Was ist los? Mach mal deine Lampe aus, du leuchtest. Hallo. Ich wollte den Leuten auch mal so ins Ohr. Ach so. Hallo sagen. Ja, dann musst du das hier so gongmäßig so, hallo. Ey, diese Handbewegung sieht echt scheiße aus. Ja, ich weiß. Aber so macht Gronkh das mit seiner Stimme. Und ist auf jeden Fall, ich hab's ja auch jetzt hier nie nur Hunde gemacht. Logik, ich bin dein Vater. Nein, das war viel besser in Jarhead. Luke, come over to the dark side. In Jarhead? Jarhead. Da haben sie doch hier diese ABC-Übung gehabt, mitten in der Wüste. Und stimmt, dann sind sie auch alle hier links. Und dann kam noch einer so dieses, Luke, ich bin dein Vater. Und auf Englisch kam das mega geil. Luke, come over to the dark side. So geil. Wobei ich mich frage, ne, wenn wirklich einer so abgegangen ist wie Swoth, ne, ja. so da, ne, überleg mal, wie die anderen ihren Kindern erstmal erzählen, du, da ist der Krieg ausgebrochen, ich schwöre dir nicht, wir hatten einen in der Einheit, der ist mit nichts weiter als zwei Weihnachtsmannmützen, eine vor seinen Bomben und einer auf dem Kopf, ist der da rein, und ist, der Typ war die Härte, bitte was. Alter. Das sind Geschichten, die du, Ja, es sind die Geschichten, die das Leben prägen, ne? Ja, Geschichten, die das Leben schreibt. Machst du nix? Wenn die jetzt weg sind, kleide dich um. Sonst können wir noch bis morgen hier warten.
sehe das ähnlich. So, jetzt bist du jetzt Waffen weg. Und jetzt schnell zum Ausgang. Instinkt ist sehr voll. Ja. Nee, nee, weiter. Und da hinten, ja, Instinkt. So, hier durch. I don't know. Loslassen. Hier rechts. Ah, okay, ich seh's. Durch. Instinkt. Hier ist mir viel zu viel los. Ich glaube, ich kann loslassen, oder? Ja. Ja, ja. Instinkt, Instinkt. Nicht daher. Lauf einen Bogen, mach einen Bogen. Oh, zum Wagen hier vorne links. Und dann gehen die Deckung. Deckung, Deckung. So, und jetzt sneak die vorbei. Hä? Okay. Wie sehen die mich denn? Warnt sich was an. Möglicherweise ein Unbefugter. Aufpassen. Tanz, 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 tanz. Du würdest entdeckt. Ja, wenn wir nicht unter Druck setzen. Lauf, lauf, lauf. Haltet die Augen. Lauf einfach. Wir sind Profis, keine Zentrale. Hier rein. Vielleicht ist hier nicht. Dann links, rechts, rechts, da, die Tür. Agent 47, dir ist klar, dass du dich gerade in einer aussichtslosen Situation befindest? Nein, hier rechts. Leben. Das ist meine Stilfe. Dann hier raus. Guck mal mit Select, was wir von Ziel haben. Was wohl? Ihn will umbringen. Victoria. Ich war so nah dran. Ich muss entkommen, Skurky finden und ihn dazu zwingen, mir Blake Dexters Aufenthaltsort zu verraten. Der Sheriff hat eben sein Todesurteil unterzeichnet. Nice. Alles klar, das ist unser Hauptziel. Alter, ist hier der Krieg ausgebrochen, RB. Schlechte Sicht, da sieht dich gleich einer. Ja. Aber geh an die vorbei, scheiß auf die. Da konntest du eine Schlüsselkarte aufheben. Geh zurück. Warte, ich will dich mal. Scheiße, Alter. Wo ist die Schlüsselkarte? Da, jetzt hier. Oder ne, Schraubendreher, oder was? Aber trotzdem musst du einen von denen ausschalten. Am besten von dem, einen von den beiden hier. Einen mit dem Colt und einen erdrosseln oder so. Da vorne ist einer. Ich sehe dich. Da vorne, der duckt sich. Der sieht dich hier. Treffen, ne? Das ist den anderen Drecks. Drecks. Scheiße, jetzt hat er. Jetzt verkleide ich schnell. Warte. Ah, dammit! Ah, Verkleidung aufgeflogen. Du hast eine dicke Waffe, ne? Auf jeden Fall weißt du jetzt, wie es geht. Wenn du jetzt hier in dem Raum bist, ne? Schalte einen von den beiden aus. Warte, dass der andere dich nicht sieht. Bleib ruhig im hinteren Teil, weil beide kommen nach hinten. Verkleide dich, der hat dich noch nicht entdeckt. Jetzt hat er dich entdeckt. Aber immerhin hat er keinen Schuss abgegeben. Das ist schon mal ein Erfolgserlebnis. Ist dir aufgefallen, dass wir jetzt immerhin zum Ende des Let's Plays immer besser als Hitman agieren? Nee. Ist aber so. Du hättest da oben auf den Schrank gekonnt. Da gehen wir doch dahin. Und dann das hier manipulieren wahrscheinlich, oder? Nein. Nee. Aber, hier kommen wir dann weiter. Ah, sehen die nicht. Einfach nach unten.
lass den weiterlaufen. Jetzt geh weiter. Da vorne ist jetzt noch einer. Da sieht dich aber noch nicht. Aber mach noch nichts, weil jetzt kommt kurz gleich jemand da mit dir. Hier vorne links. Jetzt musst du hoffen, dass er sich nicht umdreht. Jetzt geh weiter, geradeaus und dann da oben drauf wieder. Hab ich. Schnell. Warte. Geh in Deckung. Das ist da unten. Warte, warte. Da vorne ist der Ausgang. Ich habe noch genug Instinkt. Ah, mies. Dieser Pisser, Alter. Warte, er dreht sich gleich um. Ah, Instinkt, Instinkt. Der sieht dich gleich, Instinkt. Dann machen wir es auf die Hand. Oh ja, ja, das gefällt mir. Das gefällt mir. Okay, was haben wir hier? Nein, dann kotzt der, ist mir egal sein. Nee, das ist glaube ich den, du finden musst, oder? Nein. Das wäre ein Guck mal. Stimmt. Wäre doch markiert als Dingens. Stimmt, stimmt. Wir müssen erstmal raus. Und die Chancen stehen gut dafür, wenn du mich fragst. Ja. Finde ich auch. Niemand in der Nähe, der uns das Schloss knacken verhindert, läuft doch. Gravity, ich bin am Kontrollpunkt. Positioniere mich bei 45 AB. Grad. Scharfschütze der Agentur hat sich bereits den perfekten. Okay. An der einfach ausschalten. Haben wir eine Kiste? Ich glaube, geh mal jetzt da, wo der vorhin war. Ich will mich einmal hochziehen. Ach, scheiße, ist das der Arschloch. Geh mal dahin, wo er da vorne war. Hier vorne, genau. Okay. Guck mal mit RB, was da war. Auf dem offenen Platz. Okay. Könntest du jetzt ein Scharfschützengewehr finden und die dann alle wegballern? Wahrscheinlich hier hinten im Raum, wo er da hinten wollte. Ist irgendwo ein Scharfschützengewehr hier in den Kisten. Ja, haben wir doch eins. Annäherungsmine kannst du auch gleich mitnehmen und die dann runterwerfen. Ach scheiße, die musst du hinlegen und dann scharf machen, ne? Ja. RB. Ja, ne, nimm das Scharfschützengewehr. Du kannst es jetzt so machen, dich an die vorbeischleichen oder mit dem Scharfschützengewehr ein bisschen rumballern. Ich bin noch immer mit der leise Treter, kennst du mich doch. Ja, das. Da musst du auch mal in Deckung und so ein Scheiß gehen, weil das Instinkt wird dir nicht viel helfen. Immer. Wer hat mich in Mitte gesehen? Einer ist misstrauisch geworden. Jemand hat die Leiche gefunden. Du hast die Leiche nicht versteckt. Ah, okay. Ja, sonst ruhig das. Geh weiter dann. Weiter, weiter, weiter. Immer die Deckung nutzen, so viel du kannst. Ach, ach nee, scheiße. Ne? An ihm vorbei, einfach vorbei. Du hast nur ein bisschen Instinkt. Jetzt hier ans Auto. So. Wie machen wir das jetzt? Sie suchen. Das ist aber weiter da hinten. Geh einfach mal in Deckung an dem vorbei. Besuch das mal. Jetzt hier ran, genau. Scheiße, ne. Andere Seite. Da.
Naja, aber geh mal hier links zum Auto. Genau. Jetzt einfach weiter. Nein, nein, nein. Jetzt hier geradeaus weiter, genau. Oh, 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 oh. Das ist gut, das ist gut. Jetzt hier ans blaue Auto weiter voran. Oder am Busch. Hier, hier vorbei. Ich achte da nicht mehr so viel drauf. Lassen Sie die Faxen. Ah, es wird knapp an dem vorbeizukommen. Aber warte noch ein bisschen. Ah, genau, lauf einfach durch. Junge, ich schwör's dir. Ich glaube, er hat einen Anzug, der sich immer wieder anpasst. Ihre Kleidung, die er gerade braucht. Ach so. So ein Flüssigmetall. Ja, Anni. Ah, jetzt dran da eben. Die Mucke ist geil. Stunde der Abrechnung. Judgment Day. Ja, da offensichtlich auch der Sheriff alleine ist. Ja, wird wird das wahrscheinlich ein sehr langweiliges irgendwas, beziehungsweise sehr fix. Oh, schöne Musik. Eine Waffe. Und er blutet. Sheriff, tun Sie etwas. Sie verletzt mein Sohn. Oh, du hast... Sie sind ein Schisser, Sheriff Skarki. Ich erschieße diesen kleinen... Ich schieße ihn nicht. Er hat mich erschossen. Wo hättest du ihm ins Bein schießen können? Oh yeah! Oh yeah, baby! Wissen Sie, wer ich bin? Skurky! Skurky, nicht Jerky! Yeah! Okay, dann halt nochmal. Oder er schießt ihn, glaube ich. Du musst ihn erschießen. Würde ich sagen, weil er hat eine Geisel. Ja. Ich habe nur zu spät geschickt, dass ich das machen muss. Ja, also, ist direkt. Das so. Hallo? Hä? Du hast das X. Ach so, X. Explosionen drücken. Man merkt, dass ich nicht oft mit diesem Modus mit dem Ding arbeite. Wissen Sie, wer ich bin? Skurky! Kannst du überspringen. Skurky, ja, also. Nicht Jerky! Yeah! Ja, gleich bist du Jerky, ist gut. Ja, wie es so halt ist, ne, mit den ganzen Leuten hier. Oh, ich hab den Sarg jetzt tapeziert. Der kann nicht neu eingefärbt. Der kann nicht mehr reden. Ich habe ihn voll am Kopf erwischt. Bitte, ich kann doch nicht in einer Kirche sterben. Warum? Letzte Chance. Wo ist Victoria? Oh, verpiss dich einfach! Oh, Blackwater Park! Blackwater Park! Willkommen in Blackwater. Das obligatorische Ave Maria, das immer in jedem Hitman-Teil drin ist. Ach so. Das war 1, 2, 3 und jetzt in Absolution. Wahrscheinlich auch in den nächsten Teilen. Wenn er weggeht, brennt die Stadt. Ja, brennt der Himmel am... brennt der Horizont. Erinnert mich schon fast an Lara Croft. Abrissunternehmen Croft. Ja, geil. Sind wir schon wieder fertig. Mein Gott. Ja, also ja, jetzt wird nicht mehr viel kommen. Jetzt werden wir nur noch Victoria retten, denke ich mal. Und hier und da mal ein paar Sightseeds, Sidequests und so ein Scheiß. Aber mehr auch nicht. East Chicago. Euer Anzug muss sein. Der alte ist schon so verschlissen. One of a kind. Bei Part 3, ja, bei Part 3 werden jetzt nur noch 3, 4 Missionen sein. Also eigentlich könnten wir es heute auch abschließen.
Je nachdem. Wirklich. Vielleicht schließt sich das ja auch in meinem Teil gleich ab. Nächsten Part. Ich brauche einen neuen Anzug. Oh, Mr. 47. Das freut mich wirklich sehr. Oh. Der ist blind. Ja, 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 das denke ich auch. Das kriegen wir schon hin. Habe ich schon erzählt, dass er blind ist? Nein. Hier geht's lang. Folgen Sie mir in mein Ankleidezimmer. Bitte. Ja, ja, red du mal. Ich zieh mir mal. Natürlich sind jetzt auch die Wunden weg. Ist klar. Ja, klar. Das ist ein Wunderanzug. Ah, okay. Einmal drin, bis einmal drin, alles hin. Ne, alles hin, einmal drin. Oder wie ging das nochmal von Real? Keine Ahnung. Einmal hin, alles drin. Keine Ahnung, das hört sich gerade irgendwie komisch an. Vielleicht sind wir auch nur verblödet worden von der ganzen Gesellschaft. Hm. Wer weiß. Ein Silberdollar. Jetzt machen wir einen auf Two-Face. Ja, das ist logisch. One, two. Two, one. Gut, böse. Das war jetzt... Ja. Ich weiß. For real? Ja. Alter. Weiter geht's. Ja, wir sind am Ende, denke ich mal. Also werden am Ende gleich sein. Weil das ist, kann ich mich noch erinnern, das hier ist das letzte Bossfight-Arsenal sozusagen. Also ich will jetzt nicht spoilern. Jetzt kommt mir alles wieder vor das innere Auge, was ich damals gemacht habe. Das innere Auge von Agamotto. Und ich kann dir jetzt schon sagen, es wird dich aufregen. Natürlich wird es mich aufregen. Sehen Sie? Die Kleine lebt noch. Und wenn das so bleiben soll, will ich 10 Millionen sofort, wie vereinbart. Tja, was das Geld angeht, das werde ich nicht allein entscheiden können. Wie? Sie können was nicht? Ich glaube, Sie verarschen mich. Nein. Ich nie so machen. Funktioniert das nicht, Partner. Sie müssen umgehend jemanden finden, der das entscheidet, oder die Sache ist gelaufen. Ich zähle bis drei. Ich muss drei. Mit meinem Vorgesetzten. Verdammte Scheiße! Blödes Arschloch, was haben Sie getan? Sie sind eine Bestie. Habe ich Sie verarscht? Tut mir leid. Mister. Okay, es reicht. Ich will jetzt die 10 Millionen. Wenn Sie mich linken, werden 10 Millionen mehr. Sie können sich's überlegen. Okay, Sie Scheißkerl. Sie haben gewonnen. Heiß bist du, Schätzchen. Na, besorgt es dir gut? Wichser. Du hast ja keine Ahnung. Hey, verdammt! Wo ist Victoria? Ich werde sie irgendwann anrufen und sagen, wo sie sie finden kann. Komm jetzt, Schatz. Mich macht Geld geil. Sie geben diesem Psychopathen einfach so unser Geld. Naja, er ist nicht so dumm, wie er aussieht. Niemand entkommt der Agency. Hallo, bin auch da. Schreit Agent 47 von unten. Was ich an dieser Stelle anmerken muss, von deinem Küchenfenster aus hat man echt einen geilen Überblick auf einen geilen Sonnenuntergang gerade. Auf einen geilen Sonnenuntergang und auf einen Aufgang. Ja, ich weiß. Hab ich gerade eben gesehen. Schön rot und alles. Ja, okay. Theatralisch. Ja, ist geil, ich weiß. Hier. Nicht durch den Vordereingang, sondern durch den Park. Aber musst dich auch verkleiden. Also du musst da gleich irgendjemand ausschalten, weil da, sonst kommst du nicht da durch. Wodurch? Ach, dadurch. Dadurch. Das hat mich damals aufgeregt. Du musst hier irgendwie so rum und hier irgendwo ist auch eine Verkleidung, die du dir nehmen kannst. Die ist ganz mies versteckt. Oder du schaltest eine Wache aus. Geduckt gehen. Die Papiere waren in Ordnung. Weil das ist auch so, dass du hier durch so einen Nebeneingang durch kannst. Hoppla. Ja, das ist ein bisschen tricky, weil hier jetzt extrem viele Gegner sind. Und das ist mir noch so im Kopf geblieben,
wollte gerade sagen, wie sieht er mich denn? Weil mich das damals echt viele Nerven gekostet hatte, das zu machen. Okay, es, zu meiner Verteidigung, es war auch 3 Uhr morgens, übermüdet und fast 2 Liter Monster-Intus, aber das ist eine andere Geschichte. Ich habe immer noch keine Verkleidung gefunden. Auf jeden Fall kannst du durch so ein Fenster gehen. Oder durch eine Tür war das. Den könntest du da hinten ausschalten. Aber ich glaube, hier war irgendwo die Verkleidung. Guck dich mal um. Wenn du da durchgehst, da schlägst du sofort Alarm, weil es 2 Leute sind. Er ist nur misstrauisch gerade. Der würde jetzt kommen. Lock ihn weg. Verstehen Sie nicht? Mach ihn fertig. X. Ach, fick dich, du Blöde. Ich hab dir auch gesagt, egal. Jetzt ist das Problem, dass die alarmiert sind. Und je mehr die schießen, desto mehr Leute kommen. Und das ist... Tötet mich! Start doch einfach neu. Und nochmal. Das war auch schon auf jeden Fall ein guter Ansatz. Hast dich gut geschlagen. Ich hab gerade einen Klempner durchgelassen. Ach, bitte. Geh einfach weiter. Weiter, weiter, weiter. Schnell durchlauf jetzt hier links. Vorbei, weiter, geh weiter, geh weiter. Das ist dann beim Gärtner. Hä? Sag ich doch, jetzt sind sie alle hinter mir. Ja, die sehen dich, die sehen dich. Die sehen dich, wenn du da reingehst. Nee, tun sie nicht. Die haben dich gesehen. Dann tötet mich doch nochmal jetzt. Du hattest immer noch das C4 von der vorletzten Mission. Cool. Ich kann es nur damit Verwirrung stiften. Ja, jetzt du. Nein, ich will ja nicht so weiter weg. So, dann zünden wir mal die Sprengladung. Hey, ich habe gerade einen Klempner durchgelassen. Die Papiere waren in Ordnung. Bitte geht nicht. Hören Sie, Sir. Treten Sie sofort zurück. Sie lassen uns keine andere Wahl. Ach, wie haben die mich denn gesehen, dass ich da reingegangen bin? So, ich sehe schon, ich kriege nichts Anständiges mehr hin. Noch 1:10, also sage ich an dieser Stelle ganz einfach zu euch: See you guys! Und schaltet wieder ein, wenn es weitergeht mit Hitman. Vielleicht mit der letzten Folge. Leute, wollt ihr kein Video mehr verpassen? Lasst ein Abo da und wenn euch das Video gefallen hat, teilen, Däumchen drunter und für alles andere sind die Kommentare below.